Danke, Pater Marinko. Gelobt sei Jesu Maria. Ihr habt gesehen, dass meine Ehefrau in hoher Schwangerschaft, sie kriegt schwer Luft. Und dann haben wir entschieden, dass nur ich Zeugnis gebe. Aber wenn ich hier sehe, dass ich Luft schnappe, das ist nicht, ich bin nicht schwanger, sondern weil ich Panik habe, hier vorne zu stehen. Als erstes, ich grüße euch alle. Ich bin heute hier, um euch meine Familie vorzustellen, dass ich Coop Carmel 2010 in Bewegung gelegt habe. Ich hatte schon mit meiner Familie Jugendfestival, das war vor 3 oder 4 Jahren, und damals hatten meine Frau und ich 7 Kinder, wir haben das 8. erwartet, und wie ihr seht, jetzt ist das 10. unterwegs. Meine Ehefrau Nada, unsere Kinder sind Maria, ja, Ivan, Magdalena, Clara, Anna, Rebecca, ich muss das lesen, weil es so viele sind, Noemi, Judith, Esther, und bald wird Peter Bogdan kommen, 8 Mädels, und der zweite Junge ist unterwegs. Euch interessiert sicherlich, dass meine Ehefrau und ich uns für 10 Kinder entschieden haben. Ich muss sagen, nicht im Traum habe ich erwartet, dass ich jemals so viele Kinder haben werde, aber durch das Gebet, das gemeinsame Leben, die Kinder kamen, wir gesagt haben, wir haben eins, dann haben gesagt, noch eins, als wir zwei hatten. Wir haben bemerkt, dass es noch, wir haben können und so bis zum 9. jedes unserer Kinder haben wir gewünscht. Wir haben uns bewusst dafür entschieden und geplant. Wenn sie in der Ehe sind, wie meine Ehefrau und ich, 16 Jahre, wenn man 21 zusammen ist, man ein Kind plant, dann sieht das wie folgt so aus. Die Ehefrau kommt, schaut auf die Stunde und sagt, Robby, es ist Zeit. Als wir das 9. Kind bekommen haben, haben wir gesagt, das ist es. Wir haben unsere Liebe zu Gott gezeigt, zur Kirche, zu unserer Heimat. Und wenn Gott es nun jetzt wirklich will, dann soll Gott auch, wenn er uns noch ein Kind geben möchte, und es hat nicht lange gebraucht zum Warten, Nada war wieder schwanger. Und deshalb ist dieses letzte Kind, unsere Kinder sind besonders, aber dieses, um nicht zu sagen, am besondersten, warum, weil es nicht geplant ist, aus dem Willen von meinem oder den von der Frau, sondern direkt von Gott. Das war vollkommen der Wille Gottes. Und deshalb werden wir ihm den Namen Peter Bogdan heißen. Bedeutet von Gott gegeben. Viele Menschen meinen, dass mehr als 2 Kinder zu haben, geschweige denn von 10, dass das anstrengend ist. Natürlich, am Anfang ist es anstrengend. Aber am Anfang, du tust alles Gott als Opfer darbringen, zum Beispiel, wenn du nachts wach werden musst, wenn du das nicht tun kannst, was du möchtest, wenn du mit den Kindern bei Doktor bist, Nahrung bereiten, eine Million anderer Dinge. Aber ich werde euch ein Geheimnis entdecken. Es ist schwer bis zu dem Moment, wo du dich daran gewöhnst. Der Mensch gewöhnt sich so sehr, Diener zu sein, dass wir jetzt heute nicht mehr wissen, ob solche Dinge immer noch ein Opfer sind oder nicht. Darin haben wir wahrhaftig die Worte Jesu entdeckt. Wahrhaftig meine Last ist leicht, dass ein Ehemann, eine Ehefrau so weit kommt, bedarf es. Das Gebet gemeinsam in der Familie, gerade so, wie die Mutter Gottes uns lehrt, vor 9 Tagen, wo sie gesagt hat, betet, 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 bis das Gebet euch zur Freude wird. Das ist das Geheimnis des Erfolges meiner Ehe. Meine Ehefrau und ich beten, seitdem wir noch befreundet waren. Und es gibt keinen Tag, wo wir nicht den Morgen empfangen im Gebet.
Das ist unsere Kraft. Die Menschen kommen zu uns und sagen uns, dass der Rosenkranz langweilig ist. Der Rosenkranz ist nicht langweilig. Wer beginnt, den Rosenkranz zu beten, entdeckt, dass durch den Rosenkranz den Friede, Barmherzigkeit, Frieden, Liebe, Freude, Sinn nach Gott entsteht. Und gerade der Frieden in der Familie mangelt dann, wo die Familien sich von Gott entfernt haben. Nicht nur der Frieden in den Familien ist verschwunden, sondern in der ganzen Welt. Die Familien, die den Rosenkranz beten, entdecken, dass sie mit den Ketten der Liebe an Christus gebunden sind, dass der Kreuz an Rosenkranz der Anker ist. Egal welche Stürme, Donner können sie von Christus entfernen. Die Familien, die nicht beten, nicht gemeinsam sind, wie ein Grashalm, den der Wind bewegt. Eine Familie zu haben, in der Ehe zu sein, Realität und nicht virtuell. Pokémon sammeln oder sonstiges. Du kannst nicht Pause drücken und sie sollen warten mit dem Essen. Und es ist nie richtig, dass Mann oder Frau ohne Kampf für Ehe, Kinder, für ihren Egoismus drücken, Game Over in der Ehe zu bedeuten. Das heißt, unendliches Vertrauen in Gott, seinen Willen, in die kleinsten, banalsten Dinge zu entscheiden heute für die Ehe, das ist eine Mission. Nur die Märtyrer, die bis ans Ende aushalten können, mit dem heiligen Paulus rufen, ich bin ein guter Kämpfer, den Glauben habe ich bewährt, deshalb hat der Herr mir vorbereitet. Die Ehre, jede Verliebtheit vergeht, nur die Liebe zu Jesus befreit uns. Ich kann meine Frau lieben, meine Frau kann mich lieben, aber wenn sie sich nicht in Jesus verliebt, wird sie nicht den Sinn sehen, mir für immer zu vergeben. Sie wird nicht den Sinn geben, dass sie nicht böse ist, wenn ich was vergesse. Sie wird sicherlich enttäuscht sein, aber aus Liebe zu Gott, sie und ich all das Bittere in der Ehe runterschlucken. Viele meinen, 10 Kinder zu haben, bedeutet nur zu Hause zu sitzen, zu sorgen, um die Kinder auf Sozialhilfe zu leben und nichts anderes zu tun. Meine Ehefrau und ich, noch wo wir miteinander gingen, im Jahr 2000 haben in Zagreb eine Firma eröffnet. Meine Frau tut bis heute 7 Personen beschäftigen und Gehalt war nie zu spät, denn es ist immer geführt, erst für die Mitarbeiter und der Rest wird für uns bleiben. Und es war immer genügend da und vielleicht sie ist nicht nur verwirklicht als Mutter von 10 Kindern, sondern auch eine Chefin in der Arbeit, der sie tut, ist sie sehr anerkannt. 2010 habe ich gespürt, ich muss Arbeit tun, aber nicht nur für Geld, sondern für das himmlische Königreich. Und so von 2002 bis heute habe ich 100 verschiedene Pilgerfahrten von Zagreb nach Međugorje organisiert und andere Organisationen, Marathon des Friedens. Ich habe im Duett ein Lied gesungen, Himmel über Međugorje. Ich habe Pilgerfahrt für Motoristen organisiert, ein paar Gebetsgruppen organisiert, Personen mit besonderen Bedürfnissen, Pilgerfahrt organisiert, Arme und Obdachlose als Pilgerfahrt nach Međugorje. In unserer Familie ist ein populäres Spiel entstanden mit Maria auf dem Weg zu Jesus, auch Pilgerfahrt für Familien, 2010 ins Leben gerufen. Und all das zähle ich auf, nicht um mich selber zu loben, sondern zu begreifen, dass die Kinder nie irgendeine Hürde für uns waren. Nein, sie sind der Sinn und die Zukunft meines Landes, aus dem ich komme. Sie sind die Zukunft der Kirche, der ich angehöre. Mein Freund hat gesagt, ich muss etwas für die Familien tun. Trauzeuge hat gesagt, so kam die Pilgerfahrt für die Familien. Ich wusste, dass es schwer ist, dass die Familien so Mittel sammeln können für so eine Pilgerfahrt. Deshalb von der ersten Pilgerfahrt habe ich angefangen, Spenden zu sammeln und den Familien zu ermöglichen, dass sie für symbolisches Geld Pilgerfahrt nach Međugorje machen können. Und das alles wäre nicht ausführbar, wenn es nicht Menschen gegeben hätte, Familien hier in Međugorje,
und Berkovici, denen ich dieses Zeugnis widme. Ohne finanzielle Hilfe haben sie die Pilgerfahrt der Familien organisiert, haben die Türen geöffnet, so dass die Familien geistige Erneuerung haben können bei der Königin des Friedens. Sie haben gezeigt, dass ihr Herz größer ist als der Kreuzberg. Gemeinsam mit dem Franziskaner-Patres, mit Freunden, mit all den Personen, die uns helfen, sie haben den Familien ermöglicht, dass sie ihr Ehegelübde hier erneuern können und hier den Sinn des Opfers in der Ehe entdecken und von neuem beginnen können. Sie haben den Verdienst, dass Hunderte der Kinder, die teilgenommen haben bei dieser Pilgerfahrt von Kleinsten, diese Erfahrung haben, die Begegnung mit Gott. Kinder bei der Pilgerfahrt der Familie entdecken, dass die Eltern weinen können von Glück und nicht nur wegen Streit und Unfrieden. Sie entdecken, dass für die Freude und die erfüllten Herzen sie kein Videospiel brauchen, kein Fernsehen, nicht Gardenland oder Disneyland, nur ihre Familie und das Gospelland. In diesem Jahr in diesem Jahr war der Pilgerfahrt ungefähr 400 Pilger, über 200 Kindern. Das erste Mal in diesem Jahr sind uns die Familien aus Slowenien, Österreich, aus den Philippinen und auch aus Indien dabei gewesen. Und so können wir mit Recht sagen, das ist eine internationale Pilgerfahrt der Familien. Nächste Pilgerfahrt wird sich am 16. Juni 2017 sein. Und ich rufe euch alle auf, kommt mit euren Familien und seid da bei der Pilgerfahrt der Familie, die geistige Erneuerung der Familie. Das sollte der Plan sein, der Regierung von jedem Land. Erst dann wird keiner mehr fürchten, getrennter Familien. Keiner wird Angst haben vor Abtreibung, falsche Natalität, Terrorismus oder Krieg. Und zum Ende. Viele Eltern führen ihre Kinder zum Fußballspiel. Sie sollen Instrumente spielen lernen. Sie bringen sie zu verschiedenen Aktivitäten. Wir bringen unsere Kinder zum Gebet. Auch dann, während sie Fußball spielen, hier am gelben Saal und den Franziskanern und den Security die Nerven rauben. Und jetzt beten wir mit ihnen gemeinsam für den Frieden in der Welt zu beten. Und wir werden mit der Stimme der Mutter Gottes beten. Und in ihrer Sprache. Ivan, stani se tu. Dobro, dobro, stani, Marija. Tak, tu, 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 tu. Dobro. A ja ću ovako da dostravim. Evo, pa ćemo početi. Štipikin. Marija, majbo tu, mora na me. Mumbarak od menše, bo mumbarak u firutar šekješu. Sveta Marija, Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sveta Maria, Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Dios te salve Maria, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Sveta Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta del frutto del tuo seno, Gesù. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.